Freunde, heute spielen wir Naturkatastrophen mit einem Hacker. Was geht ab, Hacker? Moin, Wester, ich bin's, Aurea Carbon. No way. Okay, warte mal. Das ist unsere nächste Karte. Wir müssen da jetzt alle drauf, Leute. Und danach erwartet uns eine Naturkatastrophe. Also entweder ein Vulkan bricht aus, ein Tornado kommt, eine riesige Welle überschwemmt uns alle und wir müssen es irgendwie überleben. Und wie überleben wir es am besten? Denkst du, die beste Idee ist, ganz nach oben zu gehen? Vielleicht kommen auch Blitze oder ein Gewitter und dann werden wir direkt oben geblitzt. Wäre auch keine gute Idee, oder? Wie werden wir eine Naturkatastrophe am besten überleben? Ja, Kargo, lass uns hier reingehen. Komm, komm rein, du Hacker-Glitch, Bro. Komm rein, Bro. Hey, wo bist du? Ich bin rausgefallen, als die Runde gestartet ist. Ich bin runtergefallen. No way, da muss ich jetzt alleine überleben, oder was? Ja. Nein, Bro, was hast du getan? Okay, mal schauen, ob ich die erste Runde überlebe. Und danach machen wir ein Battle, wer länger überlebt zwischen uns beiden, okay? Ich dachte, hier wäre so eine Wall, dann bin ich da hingegangen, da bin ich runtergefallen. Nein, Bro, was hast du getan? Hör, warte mal, Katastrophe? Eine vulkanische Eruption? Warte mal, verschwinde vom Vulkano. Oh, da ist ein Vulkano! Da ist ein Vulkan! Oh nein, oh nein, oh nein! Der Vulkan bricht aus! Der Vulkan bricht aus! Leute, was machen wir jetzt? Okay. Ich muss einfach aufpassen, dass ich hier nicht getroffen werde. Junge, das sieht aus wie so wie Konfetti, oder nicht? Oh Mann, Leute, wir müssen einfach aufpassen, dass wir jetzt hier vom Vulkan nicht gehittet werden. Ich glaube, der macht hier alles kaputt gleich. Oder? Oder, Leute? Also bisher sieht's gut aus. Ich bleib einfach in meinem Waggon drin. Hier drin kann mir nichts passieren, Leute. Denke ich mal. Boah, ich mach grad Breakdance hier oben einfach. Als ob, Junge, du wartest da oben oder was? Junge, der eine wurde einfach. Leute, der wurde einfach zerstört, seht ihr das? Der wurde einfach komplett zerstört, Junge. Okay, ich muss echt aufpassen. Nein, 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 ich bin jetzt ganz nah am Vulkan dran. Ich bin jetzt ganz nah am Vulkan dran. Nein, aber kann mir was passieren hier drin? Nee, ne? Also wenn er getroffen wird, okay, dann muss ich aufpassen. Ey, aber warte, ich mache jetzt auf richtig riskant. Ich gehe hier runter, guck mal hier. Boom, ich bleibe jetzt hier oben. Alter, schießt du mich überhaupt? Nee, ne? Oh nein, ich bin runter. Ich bin an Fallschirm gestorben, Bro. Ich bin einfach runtergefallen. Ich bin an Fallschirm gestorben. No way. Leute, das war schon mal richtig, Digga. Wir haben den Vulkan nicht überlebt. Aber ich würde sagen, in der nächsten Runde werden wir auf jeden Fall das nächste naturale Desaster. Das Natural Desaster werden wir überleben. Die Naturkatastrophe. Okay, mal schauen. Alter, yo, das geht ja richtig kaputt, das Rad. Das wird ja immer extremer. Yo, ey. Leute, schaut mal, ich habe es leider nicht überlebt. Ich habe es leider nicht überlebt. Aber voll viele haben es überlebt. Oh, Mann. Okay, lass uns schauen, was ist die nächste Karte? Bescheidenes Hauptquartier. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Werden wir teleportiert? Ja, oder? Wir werden teleportiert. Leute, wir sind drin. Wir sind drin. Was ist das denn? Das ist aber realistisch, Leute. Leute, hier ist ein realistischer Skin. Das ist. Jo, was kommt da, Bro? Was sehe ich denn da? Was ist das? Wo bist du? Hier. Ich bin unten. Komm, lass ins Haus rein. Ich kenne mich ein bisschen aus. Wir warten erstmal draußen und gucken dann, was kommt. Okay, also, was ist das, Bro? Also, bei mir ist schon irgendwas. Was ist das? Also, das ist nichts Gutes, oder? Leute, was sehe ich hier? Wow! Pustetregen oder so. Was ist? Pustetregen oder wie das heißt. Keine Ahnung. Was ist das, Bro? Warum habe ich sowas Komisches an meinem Bildschirm? Leute, weiß jemand, was das von euch ist? Dann lasst mal alle jetzt ein Like da und ein Abo, wenn ihr wisst, was es ist. Und schreibt es in die Kommentare. Weißt du, was das ist? Oh nein, Sandsturm. Sandsturm, Geosturm, irgendwas. Oh, okay, du musst einfach den Objekten ausweichen, die hier so lang fliegen. Alter, ich habe schon wieder richtig viel Fallschaden bekommen. Junge, ich habe 1 HP. Ich habe 1 HP. Ey, nicht nach draußen gehen, weil da kommen so Sachen, die fliegen da rum wegen dem Sandsturm. Okay, jetzt verstehe ich. Geh in eine Ecke oder so. Geh in eine Ecke. Okay. Wow, hier ist einfach alles kaputt gegangen. Alter. Oh nein, ich bin so. Ich habe 1 HP, Bro. Ich habe 1 HP. Junge, hier fliegt alles. Okay, man muss echt aufpassen. Sogar das Gebäude stürzt ein. Soll ich hier wirklich in die Ecke? Oh, man kann hier unten in den Bunker gehen. Hier ist man sicher. Schau mal, hier unten ist ein Bunker. Alter, hier ist ein Bunker. Komm zu mir. Hier in die Ecke. Okay, komm, sicher. Alter, lass einfach hier aufpassen. Lass einfach aufpassen. Ich hoffe, nichts passiert, Leute. Wir überleben jetzt den Sandsturm, Junge. Wart ihr schon mal in einem Sandsturm drin? Ich noch nie, Junge. Hast du schon mal eine Naturkatastrophe miterlebt, Yakago? Nicht wirklich. Nee, noch nicht, ne? Einmal einen heftigen Wind. Also einen heftigen Wind oder Gewitter, ne? Aber ansonsten nichts eigentlich. Ich glaube, so ein heftiger Wind war mal bei uns oder auch. Und schreibt ihr mal in die Kommentare, was war die schlimmste Naturkatastrophe, die ihr miterlebt habt? Habt ihr mal vielleicht einen Vulkan ausbrechen sehen? In Real Life? Wart ihr mit dabei? Ich hab mal so auf YouTube und echt einen Tornado aufgenommen gesehen. Ja, das ist krass, Alter. Stell dir vor. Boah, Junge, da muss man richtig. Oh nein, was passiert da, Bro? Schau. Hilfe! Hilfe! Oh, siehst du das? Das ist eingestürzt. Das ganze Haus stürzt ein. Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Let's go! Hä? Wir haben es überlebt! Wir haben es überlebt, Alter. Ich habe sogar richtig wenig Herzen gehabt. Viel zu einfach. Ey, Junge, ich habe so Angst vor diesen riesigen Welle, die kommen soll, ne? Leute, wir werden jetzt jede Naturkatastrophe einmal überleben. Und dann werden wir zeigen, dass wir die krassesten sind. Okay, wir sind in der nächsten Map drin und jetzt... Oh nein, nicht schon wieder ein Sturm oder sowas. Was ist das denn? Hä, was ist das, Bro? Irgendwas... Wir müssen...
Erstmal warten, was kommt. Was kommt, müssen wir erstmal warten. Ja, aber da kommt irgendwas, so ein Gewitter oder so über uns. Siehst du das nicht? Alter, nicht schon wieder Sandsturm. Wollen die mich pranken? Oh, Herr. Ich hab gar keinen Lust auf Sandsturm, Junge. Ich glaub, ich weiß, was das ist. Komm mal bitte rein. Ich komm lieber auch rein, Junge, bevor ich jetzt noch von Blitz oder so getroffen werde. Ich hab das Gefühl, dass das so ein Giftregen. Giftregen? Gibt es auch, oder was? Hey, wann gibt's denn sowas? Ist das keine Naturkatastrophe? Junge, der hat einfach einen Bagger, der fährt da mit dem Bagger rum, hä? Siehst du das? Der hat jemanden überfahren. Junge, warum habe ich wieder nur ein Herz? Ich bin richtig low. Warum bin ich wieder so low? Donnersturm, vermeide hohen Öffnen. Oh nein, Blitze. Blitze, Bro. Pass auf. Blitze? Pass auf, Bro. Ich habe wieder ein HP gefühlt. Hä, warum bin ich so low? Ich check's nicht. Alter, Leute, seht ihr das hier? Blitze. Das ist hier oben hin. Jetzt kommt hier oben hinkommen, lol. Ja, aber Junge, das kann hier. Kann es nicht durch die Fenster hier kommen, der Blitz? Ein bisschen Angst. Ah, Junge. Alter, ich wurde fast getroffen von einem Blitz. Junge. Aufpassen, Bro, aufpassen. Stell einfach hier oben auf so einem Sitz drauf. Ich mach nichts. Junge, was machen die dort vorne? Die chillen. Hä, guck mal. Hä, die setzen sich da einfach oben hin auf so ein Teil da. Seht ihr das, Leute? Lord. Ja, ich bin auch dabei. Ah, einer ist neben mir gestorben. Jemand wurde von einem Blitz erschlagen. Ey, der Blitz geht durch die. Der Blitz geht durch die Fenster, Bro. Der geht durch die Fenster. Pass auf, Bro. Pass auf. Bist du tot oder was? Ah, was? Ich bin gestorben, Bro. Ich bin von einem Teil. Das war's. Ich hab die Challenge gewonnen. Nein, Bro. Ich hab's verkackt, Junge. Ey, aber warum bin ich auch so low gewesen? Ich wusste so ein... Junge, oh, Leute, schaut euch diese Blitze an. Die explodieren alles weg. Ey, ich hab's ja nicht überlegt, Leute. Egal, ich würde sagen, wir sehen uns auf der nächsten Karte. Let's go. Leute, wir sind auf der nächsten Karte und wir müssen jetzt die... Oh, guck mal, hier ist sogar Emmy. Was geht ab? Emmy Uchi? Hä, der ist Emmy Uchi. Warte mal, die hat so Partner-Skin mit mir. Lass mal anschauen. Schau mal, das ist einfach Dings da. Das ist einfach der Skin wie... mein Skin aber nur in weiblich. Hä, wie cool. Okay, Leute, ich würde sagen, wir müssen jetzt die nächste Naturkatastrophe überleben. Und mal schauen, ob wir es schaffen werden. Ey, nicht da nach oben, oder? Wo können wir rein? Vielleicht hier ins Haus? Bekommen. Hast du Schaden? Ja, ich habe auch eben einfach so random Schaden bekommen. Guck mal, man bekommt manchmal einfach so richtig random Schaden. Ey, Leute, wir passen jetzt hier unten auf. Ich glaube, das ist wieder ein Blitzsturm. Kann nicht das sein? Schon wieder. Ey, einer ist runtergeflogen, Junge. Was macht der? Einfach hier auf so einen, pass auf, dass du nicht runterfällst. Weil man bekommt Fallschaden. Was? Tornado! Bro! Pass auf, Bro! Junge! Oh nein, das ist schon richtig viel draufgegangen. Das wird schwer zu überlegen. Wo bist du? Ich bin hier vorne, da Bro. Bist du. Ah, nein, die Sachen fallen alle auf uns. Versteck dich hier. Bro. Pass auf, dass du nicht von der Map irgendwie runtergesteuert wirst. Junge, der kommt der Tornado. Der kommt, Bro, rein. Soll ich runterspringen? Nicht runterspringen, nein, mach nicht. Okay. Kann man hier an die Seite einfach springen? Denkst du? Ich glaube, man kann auf die Bäume drauf. No way, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Was, wenn der Baum einfach weggesteuert wird vom Tornado? Ich bin auf Baum drauf und ich chill hier um mein Leben. Junge, ich bin auch auf einem Baum drauf. Guck mal hier. Ey, wir müssen echt aufpassen, Leute. Wir müssen echt aufpassen. Warte, ich komm zu dir. Ey, ich überlebe es, Bro. Der Tornado ist da hinten, der hat keine Chance. Guck mal. Alter, wir müssen aufpassen. Stell dir vor, irgendwie der Tornado lässt da sowas fallen und dann fliegt es gegen unser Maul, Leute. Ich steh einfach auf dir. Ich steh jetzt auf dir, Bro. Schau. Boom, Junge. Oh, hier kommt der richtig, Bro. Renn. Bro. Ah. Oh nein. Oh nein. Ich muss hier weg. Ich seh dich, Bro. Hast du überlebt? Nicht runter, hilf mir! Ich seh dich, Bro, ich kann dir nicht helfen, Mann. Ich versuch dich zu retten. Bro! Junge, du liegst einfach unter so einem Teil. Was? Oh nein. Oh nein. Ich kann nicht, Bro. Ich muss weg, der Tornado kommt. Oder? Nee, der geht weg. Hier, Leute, Alter, guck mal, wie krass der aussieht. Junge, ich. Bro. Aber du bist sicher, du hast es überlebt. Du hast es geschafft. Wir haben es geschafft, Junge. Let's go, Alter. Als ob wir es geschafft haben und du lagst einfach unter so einem Teil. Ja, okay, hast du meinen Arm geklaut? Mein Arm ist weg. Ey, Bro, ich verstehe nicht. Man verliert einfach. Man hat. Von der letzten Runde hat man ja einfach Schaden verloren und das bleibt einfach so. Das ist richtig random. Leute, wir sind wieder auf dieser einen Map hier vorne und ey, Yakago, ich habe dir deinen Arm nicht geklaut. Aber weißt du, was ich mir jetzt frage? Was jetzt kommen wird? Denkst du, jetzt kommt die riesige Welle, weil ich will die einmal noch miterleben. Bro. Ja, schon gesagt. Hey, Riesenrad, lass mal ein Riesenrad chillen. Komm, lass uns Riesenrad rein, let's go. Alter, wie viele sind hier drin in dem Waggon? Nein, Bro, was passiert hier, Bro? Junge, nein, wir werden sterben, Bro. Ich sehe sie jetzt schon kommen, wir werden sterben, Bro. Wir werden es nicht überleben. Ist tot, Bro, du bist tot. Ey, ich bin am Überleben. Ich hab's geschafft, irgendwie zu überleben. Junge, ich hab's geschafft, ich bin der Einzige, der den Waggon überlebt hat. Wie hab ich's gemacht? Oh nein. Blitze kommen, Blitze. Nicht schon wieder. Ey, bitte nicht. Leute, doch, da ist noch einer. Was geht ab, Bro? Wir haben es beide überlebt als Einzige. Hier waren 10 Leute im Waggon und die sind alle gestorben.
Ich glaube, der Waggon, das waren zu viele drin. Habt ihr es gerade gesehen? Komplett übertrieben. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht getroffen. Ey, ich glaube, das ist keine gute Idee, mit dem Waggon hier einfach in der Luft zu sein, weil alles, was oben ist, wird auf jeden Fall gehittet. Nein! Seht ihr das, was da passiert? Nein! Okay, ich will nicht der letzte Waggon sein. Bitte nicht. Wenn ich einmal jetzt, wenn der Blitz jetzt auf mich draufschlägt, wäre ich dann sterben, Bro? Ja. Ich hoffe nicht. Oh nein! Ah, Hilfe! Bitte nicht! Oh, komm schon, wir müssen es übernehmen, Bro. Komisch, die Katze mit Spinnendings da. Siehst du, wie... Hier ist gerade so ein richtig... Nein! Leute, ich muss übernehmen! Ich hab's geschafft! Der Blitz hat mich getroffen, aber ich hab's geschafft! Jo! Ich pack hier rum! Die Spinne ist tot, ich hab Schaden verloren, aber alles gut, ich hab's überlebt. Junge, ich bin so krass, Alter. Wie konnte ich das alles über... Ich überleb's doch nicht! Doch, ich hab's geschafft! Das war so knapp, Bro! Alter, war das krass! Junge, wenn du das gesehen hättest, Bro, ey, das war gerade so krass, ne, Leute. Leute, lasst mal alle ein Like da oben, ein Abo, wenn ich gerade das krasseste Glück hatte und ihr auch alle Glück haben wollt. Lasst alle ein Like, ein Abo dafür da. Yo, was geht ab? Der Tornado kommt zu mir. Bro, nein. Leute. Alter, das ganze Riesenrad wird zerstört. Es wird zerstört. Der Tornado hat mich Ich muss hier weg. Wo bist du? Ich seh dich. Du bist ja ganz klein da vorne. Leute, schaut mal, da vorne ist er. Ich seh dich, Bro. Ich dreh mich, let's go. Du überlebst das. Bro, was für Virus, Digga. Wenn ich jetzt angesteckt werde. Du darfst einfach nicht mit anderen chillen. Oh nein, da hustet jemand. Jemand hustet, hörst du das? Ich hab Angst. Ich komm zu dir. Bro, wer hat den Coronavirus? Lass mich in Ruhe, Bro. Geh weg, Bro. Nein, bitte nicht. Nein, lass mich in Ruhe! Ey, wie, du hast Coronavirus? Hab ich. Dein Ernst? Komm her! Nein, lass mich in Ruhe, Bro, ich will kein Corona haben! Nein. Bro, was ist das für ein Virus? Das ist nicht Corona, der ist tödlich, Bro. Der ist noch schlimmer als Corona. Das ist tausendmal schlimmer. Junge, lass mich in Ruhe. Ey, wie hast du das denn gemacht? Haha, ciao. Junge, Leute, der will mich anstecken, der will mich eiskalt anstecken. Lass mich in Ruhe. Einfach nicht neben anderen laufen, dann passt das schon. Ich bin aus dem App gefallen. Wie hast du das gemacht? Oh, ich kann hier oben hochklettern, oder? Ja. Ey, da Mikrobug. Wir haben den Turm gemacht, Leute. Let's go! Freunde, falls ihr auch mal mit mir Roblox spielen wollt, kommentiert euren Roblox-Namen, ich add euch adden und dann könnt ihr gerne mal beitreten. Kuss geht raus. Oh nein, Schneesturm. Ah, ich werde vereist. Wir müssen da irgendwie runter. Wie kommen wir wieder runter? Hier? Ich bin tot! Ich bin runtergesprungen! Oh nein, die Flut kommt. Ich glaube, die Welle kommt, Bro. Wir müssen ganz nach oben. Ja, komm, Bro. Schnell. Nein, eine riesige. Alter, nein. Der Wasserspiegel steigt. Das heißt, wir werden gleich alle ertrinken, außer wir retten uns. Wo ist die höchste Stelle? Da oben ist die höchste Stelle, oder? Ja, aber das andere Haus ist höher. Nein, oder? Nee, die sind gleich hoch. Okay, wir müssen ganz nach oben, Leute. Schnell! Ganz nach oben! Dann werden wir es überleben. In den Wolken, stimmt. Ah! Ey! Was geht ab? Bro, pass auf. Alle sind gestorben, außer ich hab's wieder irgendwie... Digga, einfach die Häuser sind komplett Dings. Alter, okay. Ich glaube, das war's, Leute. Nein, Erdbeben! Das war das dümmste Idee, dass wir hier oben... Nein, wir werden sterben, Bro, wir werden sterben. Nein. Ich sitze hier drin. Ah, bitte nicht. Nein. Junge, zwei Sekunden haben wir überlebt. Ich bin tot. Junge. Nein, Meteoriten. Meteorit. Ich glaube, ich muss hier runter, Alter, ganz schnell. Oh nein, runter. Oh nein, ganz viel. Yo! Alter! Pass auf, Bro! Ich chille. Junge, ganz schnell runter. Ah! Hier fallen Leute runter wie keine Ahnung was. Oh nein, Emmy ist auch gestorben. Emmy, das war's. Ah! Kometen! Ich glaube, hier werde ich nicht getroffen, Leute. Let's go. Let's do it, Digga. Ich bleib hier. Bro, ich muss überleben. Ah! Alles Scheiße, Bro! Okay, ich hab's geschafft. Alles gut hier. Ich bleib einfach auf der Leiter hier. Alter, nein, du bist gestorben, Bro. Was? Ich hab's gesehen. Ich bin auch gestorben. Nein! Ah! Meteoriten! Boom, Junge! Die stürzt hier überall rein! Alter, wer lebt noch? Da vorne ist noch einer, der lebt. Da hinten ist noch einer. Ich glaube, hier an der Leiter ist echt am besten. Ja, ich hab's überlebt! Let's go!
Leute, das Virus ist ausgebrochen. Leute, damit würde ich sagen, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Wir haben fast alle naturalen Desaster, alle Naturkatastrophen uns angeschaut. Ein paar haben uns noch gefehlt, zum Beispiel die riesige Welle. Ey, die wäre echt richtig cool geworden. Freunde, Taucherbrille angezogen. Jetzt werde ich der krasseste Schwimmer werden. Ey, Lucky, willst du eine Runde schwimmen in Roblox? Nee. Ja, okay, okay, Junge, ich werde dich so überholen. Ich bin viel schneller als du. Komm her, Junge, wenn du dich traust. Und boom, rennen. 1, 2, 3. Ich mache die Schwimm-Pupsi-Taktik. Ist der Lucky? Ich bin so schnell. Man muss richtig schnell klicken. Au, ja. Freunde, warum bin ich so langsam? Warum bin ich letzter Platz? Dieser Typ sogar vor mir. Ich bin der Schnellste! Ich habe so eine coole Taucherbrille, so einen coolen Schnorchel und trotzdem bin ich letzter Platz. Ey, Sablaki, wie viele Sekunden brauchst du? Ich bin gerade bei Minute 1,35. Ich auch, okay. Und ich bin nicht mal bei der Hälfte, du? Ich auch nicht, okay! Ey, wie viel müssen wir bitte? Alter, aber ich kriege richtig schnell. Boom! Ey, wir müssen OP-Klick kaufen. Nee, oh, das kostet viel zu viele Robux. Okay, doch nicht, Freunde, doch kein OP-Klick. Aber ich brauche Autoklicker, Okri. Ja, ich brauche auch Autoklicker. Ey, wir sind einfach Freunde. Aber ey, eigentlich sind wir voll schnell. Oder? Oh, nee, ja, wir sind du voll hast langsam. Recht, Okri. Hä? Nee, eigentlich übel schnell. Aber die anderen sind einfach nur OP-schnell. Die sind einfach, die haben einen Turbo. Die haben einen Pups-Turbo oder so. Die machen bestimmt aus ihrem Popo einen Turbo. Ah, ein Pups-Turbo und ich bin im Ziel, Okri. Ich bin auch im Ziel. Hä, wir haben es gleichzeitig geschafft. Naja, aber wir waren letzter. 6. Platz. Ja. Wow. Wow, Mann. Ey, egal. So, Lucky, weißt du was? Heute werden wir richtig krass trainieren. Und dann werden wir schauen, wer es ist, als erstes schafft, erster zu werden, okay? Und wie sieht eigentlich deine Tauchbrille aus? Die sieht ja richtig pupsihaft aus. Zumindest habe ich eine im Gegensatz zu dir, Junge. Die sieht voll cool aus, Alter. Die ist okay, Bro. Mit der bist du 10% schneller. Was ist das hier, Freunde? Ah, okay. Ey, so, Lucky, wir müssen Energie farmen. Guck mal hier, ich habe einfach ein Geschenk bekommen, wo ich Energie erhalten habe. Guck mal hier, hier können wir trainieren. Let's go, Alter. Im Babypool sind wir. Wir trainieren hier im Babypool, oder was? Guck mal, wie langsam wir trainieren. Boom. Guck mal, wie langsam wir schwimmen, Alter. Und so, Lucky, warum schwimmen wir ineinander? Was soll das? Aber wir bekommen immer 2 plus. Seht ihr das, Freunde? Wir bekommen immer 2 plus Energie, womit wir schneller schwimmen können wahrscheinlich. Ey, da können wir bestimmt im Pro-Pool trainieren. Stimmt. Wie viel Stärke brauchen wir, um im nächsten Pool zu trainieren? 500! Ey, das dauert ja viel zu lange, so Lucky, oder nicht? Oh ja, es kann richtig lange dauern. Aber du weißt ganz genau, heute in der Challenge geht es darum, wer es erst als erstes schafft, den ersten Platz zu besiegen. Ja, wenn die sie schaffen, weißt du was? Wir machen sogar um 10.000 Robux, Okri. Okay, weißt du was? Ich schaff's aber als erstes. Okay, Freunde, guck mal hier. Nein, wir müssen uns für 2 Tage spielen, dann bekommen wir hier ein OP-Pad. Okay, wir können das leider nicht bekommen. Wir müssen noch spielen. Hey, okay, ich hab schon richtige OP-Sachen. Du hast OP-Sachen? Ey, ich hab keine... Ja. Oh, guck mal hier. Man kann Geschenke abholen und hier muss man 30 Minuten spielen, um ein OP-Pad zu bekommen. Okay, Leute, wir müssen 30 Minuten spielen. Und dann kriegen wir ein OP-Pad. Und was ist das hier? Ich hab aber schon ein Pad, Okri. Ich hab schon eins. Du hast schon ein Pad? Woher hast du schon ein Pad? Verrate ich dir nicht, Okri. Ich hab grad ein richtig krasses Geschenk bekommen. Ey, ich komm gleich wieder. Eine Sekunde. Leute, ich hab einfach 150 Sieger bekommen. Damit kann ich einfach hier ein Pad öffnen. Let's go, lass uns das direkt machen. So, zack, wir öffnen das. Und bitte was Gutes. Und let's go, Freunde. Wow, selten. Nimm hier. Okay, dann rüsten wir sofort aus. Und hier, warte mal. Alter, hier sind diese OP-Pads anscheinend. Okay, krass, Mann. Ey, so Lucky, wie man so. Wer es als erstes schafft, den Senioren-Coach zu besiegen, das ist der Beste, der Endboss, Leute. Mhm. Und wer es als erstes schafft, in die nächste Island zu kommen. Okay? In die nächste Insel. Okay, ich habe schon ein Schweinchen gezogen. Ich habe sogar 2 Schweine. Guck mal das hier an. Was? 2 Schweinchen? Ich ziehe dir auch noch mal ein Eck. Komm mal, bitte was Gutes. Und ich habe auch ein Schweinchen. Haha. Ich hab 2 Okri. Du Noob. Aber ich hab dafür einen Hirsch und der ist krasser als das Schweinchen. Ja, der ist mir egal. Der ist viel krasser als das Schweinchen. Ich mach jetzt Autorennen, ey. Hä? Du machst ein Rennen, Leute? Das bringt doch gar nichts im Lucky. Du bist viel zu schlecht. Klar, Siege bringt das Okri. Ganz vergessen, das oder was? Das bringt einen Sieg, nur weil du der Schlechteste bist von allen. Aber guck mal, Freunde, wir bekommen schon richtig schnell Plus. Okri, ich bin schon 4. Junge. Hä? Ey, ich bekomme 11 plus, Junge. Leute, eben haben wir noch 2 plus bekommen, jetzt bekommen wir einfach schon 11 plus. Das heißt, wir können gleich im nächsten Becken trainieren. Und dieses Becken ist anscheinend krasser. Das sieht auch ein bisschen krasser aus. Guck mal, das ist das weiße Becken und das ist das grüne Becken. Und das krasseste ist einfach hier vorne das legendäre Becken. Okay, Leute, wir können zum nächsten Becken. Mal schauen, wie viel wir hier plus bekommen. Und boom, wir trainieren jetzt hier vorne. Leute, jetzt bekommen wir hier schon 22 plus. Ey, Simaki, ich bin richtig am Trainieren. Ich habe bestimmt mehr als du. Wollen wir mal schauen, wie viel Simaki hat. Oh, warte mal, könnt ihr es von hier sehen? Ja, der hat 300, Leute, 365. Und wir haben einfach schon 800, fast 1000, Leute. Bei 5000 können wir das nächste Becken schon.
Ey, Simaki, wenn du wüsstest, wie krass ich schon bin. Junge, Okrima, bist du so heftig, hä? Ich hab ein Pet bekommen. Hier beim täglichen. Warte mal, was ist das? Eine Katze? Lol. Ey, Freunde, aber Katzen können nicht so gut schwimmen, oder? Egal, Freunde, es gibt uns auch nochmal Plus, Junge. Hier 29 Plus einfach. Let's go. Wir bekommen so viel Plus, Junge. Wir sind die Besten. Let's go. Ey, aber wir müssen heute unbedingt Robux ausgeben. Aber auf heimliche Basis, Freunde, damit Simaki nicht sieht, wie krass wir sind. Freunde, wo können wir Robux ausgeben? Oh, hier, Pfad, Alter. Das ist irgendwas krasses, Leute. Wiedergeburten kostet das. Und das erhöht unser Tempo. Ah, verstehe, Freunde. Wir müssen ganz viele Wiedergeburten machen. Dann lasst uns das mal machen, Leute. Ey, Okrim, mir ist gerade aufgefallen. Ich habe auch gar keine Wiedergeburt gemacht. Aber ich kann das eigentlich schon lange machen. Hä? Als ob du noch keine Wiedergeburt gemacht hast. Ey, hab ich auch schon eine, Okri. Helps auch erst Beginner. Ich bin Beginner 2. Helps viel schlechter als ich, Okri. Ich kann keine Wiedergeburt machen. Ich kann keine machen, Mann. Ja, rat mal, wieso? Weil du keine Sieger hast. Aber ich habe schon fleißig gefangen. Aber ich hole mir jetzt richtig viele Sieger. Weil mal schauen, ob ich jetzt richtig stark bin. Und komm schon, Freunde, jetzt gewinnen wir. Alter, lol. Lol, guck mal, ich bin schon viel schneller. Yo, okay. Alter. Ich weiß nie im Leben, was man sich noch gönnen kann, ne? Boah, keine Ahnung, was man sich gönnen kann, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich... Ich bin... Ey, ich bin richtig schnell, Bro. Ich bin einfach diesmal Vierter geworden. Was? Vierter, hey. Junge. Haha. Ha. Alter, mein Rekord ist jetzt bei 15 Sekunden, Alter. Schaffst du das auch, Simlaki, hä? Ey, voll stark, Okri. Ja, schaff ich denn. Ich hab einen Pfad, der mir plus 5 Geschwindigkeit kriegt, weil ich eine Wiedergeburt hab. Stimmt. Ey, Simaki, ja, ich seh's, aber weißt du was, ich mach jetzt auch eine Wiedergeburt, gar kein Ding für mich. Oder, Versuch doch, ey, was wird zurückgesetzt, wenn man eine Wiedergeburt macht, Bro? Keine Ahnung, Okri, parat ich dir nicht. Ah, ich glaube, einfach, warte mal. Und was wird zurückgesetzt? Nur die Siege werden zurückgesetzt. Hä, das ist voll OP. Okay, Leute, für den nächsten brauchen wir 30 Siege für die nächste Wiedergeburt. Und wir können jetzt erst auch einen krassen Pfad holen. Lol, wir haben jetzt auch hier so einen weißen Pfad, Junge, damit wir sind wir 5% schneller. Let's go, Leute. Aber wisst ihr was? Ich hab das Gefühl, wir müssen ein bisschen reinschieben, Freunde. Wie wär's, wenn wir hier so ein OP-Pad einziehen? Okay, ich hab schon 1700 Geschwindigkeit. Was? 1700 Geschwindigkeit? Ja. Ich hab mehr als du, ich hab fast 2000. Haha. Fast 2000 ist es genauso wie 1700. Was ist das jetzt, hä? Wie viel hast du jetzt? Sag mal ehrlich. Ich hab fast 2000. Okay, also, guck mal hier. Gibt dir gar nichts. Man kann sich irgendwie Essen holen und sowas. Oder was ist das, dieses Plus hier? Aufrüstung. Ausrüstung. Mal irgendeinen Rucksack oder so hat man. Hey, voll krass. Ja. Genau, mal schauen, was wir hier kaufen können. Im Shop, Junge. Bestimmt irgendwas krass, Leute. Boah. Ich werd mehr trainiert, damit ich der stärkste Schwimmer der Welt werde. Alter, wir holen uns hier vorne ein richtig krasses Ei, Freunde, okay? Hier, wir holen uns das jetzt, Leute. Let's go! Aber nicht der Lucky verraten, dass wir cheaten. Und alle Like da lassen und ein Abo, dass wir jetzt so viele Robux hier ausgeben, Freunde. Komm schon, let's go! Und boom! Wir öffnen jetzt bitte was Besseres. Bitte was Besseres. Und nein! Wir haben das Schlechteste bekommen aus dem Ei, oder? Ja, wir haben das Schlechteste aus dem Ei bekommen. Menno! Ey, hätten wir das andere bekommen, das hat sie uns viel mehr Plus gegeben. Aber wir haben jetzt einen mythischen Hirsch. Und der sieht richtig krass aus. Am besten ausrüsten, zack. Okay, jetzt haben wir unsere Katze abgelegt und jetzt haben wir diesen krassen Hirsch hier. Ey, wenn Simaki den sieht, der wird richtig ausrasten. Lass uns mal mit dem trainieren und mal schauen, wie stark wir jetzt sind und wie schnell wir jetzt werden. So, Simaki, wie viel Stärke hast du jetzt schon? Yo, ja, schon 4000. Alter, ja. Guck mal hier. Yo, Leute, guck mal, wie ich Plus bekomme. Yo. Ey, Simaki, ich bekomme so viel Plus, du weißt gar nicht. Ja, wie machst du es? Ey, ich habe jetzt nicht schon aufgeholt, ich habe jetzt schon 5000. Hey, wie Okri, wie hast du gemacht, Okri? Ich krieg Plus, ja, weil ich so krass bin. Hä? Nein, Okri, das liegt ganz sicher nicht daran. Du hast bestimmt hier reingecheatet, wie ich dich kenne. Was für reincheaten, Junge? Ey, ich würde ja, niemals okay, reincheaten. Verrat doch mir, wie du gemacht hast, hä? Okay, ich verrate dir, Simaki. Ja. Bin halt einfach cool. Ja, wusste ich doch, du hast gecheatet. Ja, war mir klar, Okri. Ich cheat doch nicht. Ey, was redest du? Ich habe jetzt schon 10.000. Ey, Freunde, dieses Pet ist so ein Gamechanger. Das ist so OP. Lass uns jetzt nochmal ein Rennen machen und mal schauen, welcher Platz wir jetzt werden. Safe, wir sind krasser als Lucky. Und wir aktivieren sogar einen Autoklicker. Boom! Autoklicker aktiviert. Alter, guck mal, wie schnell wir jetzt tippen. Yo, mit diesem Autoklicker können wir sogar den hier überholen. Yo. Warte mal, dritter Platz. Ey, wir schaffen einfach dritter Platz. Was? Hä? Wir haben gerade eine Sekunde geschafft, Leute. Yo, wir haben eine Sekunde nur gebraucht. Nee, 10 Sekunden. Ja, egal, Freunde, ist trotzdem krass, Junge. Hä? Wie heftig ist das denn, Leute? Let's go, einfach dritter Platz. Ey, Simlack, ich war gerade einfach dritter Platz. Junge, du bist viel schlechter als ich, safe. Ey, Okri, warum bist du so krass? Du hast doch bestimmt gecheatet. Ich glaub dir nicht, Okri. Hä, warum soll ich cheaten? Ich mach direkt nochmal eine Wiedergeburt, Freunde. Und mit genug Wiedergeburten, warte mal, wie viel brauchen wir? Wir können uns mit richtig vielen Wiedergeburten nämlich hier noch einen krassen Pfad holen. Bam, schaut euch das mal an. Wir können mit 11 Wiedergeburten einfach hier Tempo 10 holen. Ey, was? 11 Wiedergeburten, das auch braucht ja richtig lange. Egal, Freunde, dann würde ich sagen, trainieren wir noch ein bisschen und versuchen mal zweiter Platz zu werden. Weil wenn wir erstmal zweiter sind, das wäre nochmal viel, viel krasser.
Oh, guck mal, hier können wir erst trainieren, wenn wir 5000 haben. Das heißt, wir können hier schon trainieren. Und bei dem anderen können wir erst trainieren, wenn wir 50.000 haben. 50.000 Energie. Leute, für 50.000 müssen wir noch ein bisschen sparen. Ey, aber Sablaki, ich sehe gerade, du trainierst gar nicht. Hast du etwas schon aufgegeben gegen mich? Hast du etwas schon aufgegeben? Okay, du bist so gut. Du hast gecheatet. Wie gecheatet? Du bist einfach nur schlecht, Junge. Ja, Okri, weil du gecheatet hast. Weißt du was, Okri? Es reicht mir. Ich werde mir jetzt für 10.000 Euro das krasseste Pet holen. Hey, Sablaki, Alter. Was redest du? Das kann ich gar nicht. Ich habe kein Geld, Okri. Ey, aber weißt du was? Wir spielen ja um 10.000 Robux. Und falls ich gewinne, dann schulst du mir die. Egal, ob du Geld hast oder nicht. Ganz ehrlich, Junge. Ich nehme dich hops, Junge. Bam. Wir haben ja schon 30.000. Ja. Ey, ich würde sagen, ich hab gar nichts Ukri ab heute. Hä? Was? Keine sein Ukri-Brüder mehr. Ey, dein Ernst? Yo, warte, hier. Man kann Schwimmausrüstung kaufen. Ja, let's go, warum haben wir es nicht die ganze Zeit gemacht, Leute? Komplett lost, Alter. Guck mal hier, wir haben einfach hier schon eine richtig krasse Taucherbrille. Aber warte mal, hör mal, sieht die gar nicht, Leute. Weil die einfach auf, die wahrscheinlich unter unserer richtigen Taucherbrille ist. Okay, wisst ihr was? Dann würde ich sagen, machen wir jetzt nochmal ein Match und mal schauen, wie schnell wir jetzt werden. Boom! Komm schon, ey, nein, bitte, wir müssen zweiter Platz werden. Ey, der zweite ist einfach so krass, Leute. Gönnt euch das mal. Der ist so heftig. Hä? Yo, Alter, wie ist der so schnell, Freunde? Wir schaffen es einfach nicht an ihn ran. Der hat 7 Sekunden gebraucht, der erste hat 5 Sekunden gebraucht und wir haben erst 9 Sekunden. Das heißt, wir müssen mehr trainieren wahrscheinlich. Aber das machen wir easy, Freunde. So, und jetzt machen wir nochmal eine Wiedergeburt, damit wir nochmal schneller werden. Let's go, trainieren, Junge. Boom, boom, boom. Ey, wir planschen schon viel schneller als am Anfang. Am Anfang waren wir so richtige Babys im Babypool. Und jetzt sind wir richtig fast. Ey, Sablaki, was macht der eigentlich? Ey, Freunde, denkt, der macht ein geheimes Training von wo, was ich nicht weiß. Weil irgendwie, Junge, der steht einfach nur auf dem Fleck und macht gar nichts. Ach, ja, was los, Ukri, hä? Ah, okay, ich sehe, Sablaki, du machst gerade ein Rennen, Alter, aber ich werde dich eh besiegen. Nee, mach ich nicht, okay, mach ein Rennen. Junge. Ey, 50 Minuten mal 1,5 Sieger bekommen. Ey, das machen wir sofort, Freunde. Boom. Okay, jetzt haben wir noch mehr Siege, wenn wir einmal kämpfen und siegen. Und Freunde, wir haben 50.000, let's go, wir können ins nächste Becken. Mal schauen, wie viel wir jetzt plus bekommen. Und Training erfolgreich. Oh, 1000 plus pro Sekunde, ey, das ist richtig heftig. Das ist ja mal mega heftig, Freunde, let's go. Ey, das ist richtig OP. Okay, dann würde ich sagen, bei 500.000, bei einer halben Million können wir einfach ins nächste Becken und dafür brauchen wir mega lange. Ich mach eins, nehm dich hops. Wie, du nimmst dich hops? Okay, Sablaki, komm. Welcher Platz wirst du? Komm, ich sag dir eine Sache, ich werde dich jetzt auf die Stelle besiegen. Auf die Stelle werde ich dich besiegen. So, nee, aber okay, erstmal rüsten wir unsere bessere Taucherbrille aus. Boom, zack, Leute. Krasse Taucherbrille ausgerüstet, die gibt uns noch mehr Speed. Und jetzt würde ich sagen, rein da, Leute. Jetzt ziehen wir richtig krass, Alter. Mal schauen, wie viel wir jetzt schaffen, wie viele Sekunden wir brauchen. Safe, wir sind richtig schnell. Und boom. Jo, wir sind fast weiter. Komm schon, wir müssen überholen. Schaffen wir es. Bitte, 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 bitte. Nein, nein. Okay. Ey, das war so knapp. Nein, ich bin Dritter. Aber der Zweite ist so schnell, ist fast unmöglich. Ich weiß gar nicht, ob wir es heute schaffen, den Ersten zu besiegen. Aber du weißt ganz genau, die Challenge und das Video endet erst, wenn wir den Ersten besiegen. Und bis dahin werden wir hier noch aufnehmen, Leute. Und richtig schnell werden. Wir kriegen jetzt schon richtig viele Siege plus, Leute. Aber das Problem ist, wir sind halt noch immer zu schwach. Wir sind halt immer noch zu lost, Junge, um zu schwimmen und um Erster zu werden. Aber Sablaki, du bist safe erst Fünfter oder so. Du bist safe nicht langsam. Ich bin Dritter. Ich bin auch Dritter. Okay, dann sind wir ungefähr gleich schnell. Okay, du fetter Noob, Junge. Ich reg dich sowas von. Oh, jetzt werd nicht frech, Alter. Werd nicht frech. Wir werden jetzt weiter trainieren, Freunde. Ich bin gerade zum ersten Mal Dritter geworden, Ukri. Zum ersten Mal. Das heißt, ich bin viel krasser als du. Und trainieren, Leute. Let's go. Ist mir doch egal, Sablaki. Leute, wir haben so krass trainiert, Junge. Jetzt haben wir einfach schon 200.000. Aber wir können auch immer nicht ins nächste Becken. Also, wir trainieren hier weiter. Ey, es dauert so lange, bis eine halbe Million, ne? Wir müssen irgendwas machen, damit wir schneller werden und viel krasser werden. So, wir kaufen uns mal Lack, Alter. Damit können wir krassere Haustiere bekommen. Stimmt, Haustiere, Leute. Wir haben ja genug, um ein paar Haustiere zu öffnen. Dann lass uns das direkt machen. So, zack. Wir haben jetzt sogar Lack drin. Ich würde sagen, wir öffnen ein Ei und... Was bekommen wir raus? Bitte was Gutes und... Boom! 3,5 schon wieder den Hirsch, Leute. Jetzt haben wir 2 Hirsche und die sind gar nicht mehr so schlecht. Boom! Am besten ausrüsten. Und wobei, wir gerade 200 plus Lack haben, lass uns doch mal hier ein Egg kaufen, oder, Leute? Für 200 Robux. Ich weiß nicht, kommt schon, Freunde. Wir machen das, Leute. Auf Gönnerbasis, Leute. Let's go! Warte mal, du hast doch kein Like da lassen, aber haben wir das nicht. Ey, erstmal Like da lassen. Let's go! Ey, Spaß, Freunde. Wir kaufen uns das trotzdem. Und boom! Ernsthaft? Schon wieder das Schlechteste? Jo, Junge, Mann, ich dachte, wir bekommen was Gutes. Ich meine, der ist richtig krass, ja, ich weiß. Aber, Leute, er ist nicht der krasseste. Es gibt doch viel, viel krassere Haustiere. Ach, egal, Freunde.
So, weiter müssen wir jetzt paar Siege holen wir uns, dann holen wir uns noch krassere Haustiere. Hier bei dem krassesten Idol vorne. Und wir schwimmen jetzt. Let's go! Freunde, let's go! Mal schauen, ob wir es jetzt schaffen, noch richtig schnell zu werden. Und schaffen wir es, den zweiten zu überholen? Ja, ja, wir haben es geschafft. Let's go, let's go, let's go, let's go. Boom, Alter, wir sind sogar knapp schon mal beim ersten. Nee, der erste ist doch mal eine andere Liga, Leute. Dieser Seniorencoach. Ey, der ist einfach so schnell, Alter. Als ob es sowas überhaupt gibt, dass einer so schnell ist. Ey, Simlucky, wie weit bist du denn jetzt mittlerweile? Hä? Was macht der da vorne, Ich hab Leute? Schon 20 Millionen Stärke! Das sind 20.000, Simlucky. Oh, Mann. Du wirst im Rennen am Schluss eh verlieren. Du wirst im Rennen sowas von verlieren später, Simlucky. Du hast keine Chance, das weiß ich jetzt schon. Nein, Ukri, werd ich nicht, denn du bist Kecker, Cheater und gleichzeitig auch Noob. Was laberst du, Simlucky, Junge? Okay, geil, Freunde. Komm, wir werden jetzt nochmal Zweiter, holen uns nochmal einen Sieg und dann öffnen wir das OP-Ei. Was einfach 1000 Siege kostet. Und Reiter, Leute, komm, wir schaffen das. Wie viele Siege bekommen wir übrigens? Und boom, als Zweiter bekommen wir einfach 938 Siege. Das ist voll krass, Leute. Okay, krass. Ey, Samaki, ich bin einfach schon Zweiter auf der Rangliste, ne? Ist das nicht heftig? Ja, ich so interessiert mich nicht, Ukri, interessiert mich nicht. Dein Ernst? Hä? Junge, du hast 2 und 4000, wie hast du das denn gemacht? Hä, weil ich krass bin. Junge, Ukri, das geht nur mit Hex. Ich glaub dir gar nichts mehr. Oh Mann, ey, zum Glück hat der Blacky noch nicht beide Pets gesehen. Und wir haben was krass gezogen, Leute. Irgendein Lavaschwein oder sowas. Was ist das denn? Feuerschwein. Boah, krass, Alter. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt machen wir noch mehr Plus. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, gehen wir hier vorne in das Becken rein. Let's go. Und sparen auf 500.000, damit wir jetzt 16 Becken können. Und die krasseste und noch eine bessere Schwimmausrüstung bekommen. Hä? Aber, Ukri, sehe ich gerade hier im Becken, ja? Ne? Junge, was für ein krass Becken bist du besetzt? Kann ich mal hier schwimmen? Warum bist du so krass? Warum ich so krass bin? Ja, es war keine Ahnung. Viel trainiert halt, ne? Was ist das da hinten? Junge, zu dir halt viel trainiert, Alter! Was sind das für Pets, Ukri, da hinten? Die habe ich gar nicht gesehen. Hä? Das sind nicht meine Pets, das sind die von dem anderen, der dort schwimmt. Warte mal, was sind das denn? Junge, das sind Hacker-Pets! Hacker-Pets? Yo, ey, Simlucky, ich hab keine Hacker-Pets. Ich weiß nicht, wovon du redest, Alter. Hä? Alter, Ukri, ich raste aus, Junge, ich werde Shops nehmen. Alter, einfach hier 15 Minuten Spiel, da bekommen wir was richtig krasses. Doppeltes Training, doppelte Gewinne. Ein legendäres Haustier. Okay, das kriegen wir jetzt direkt. Okay, Junge, ey, wir haben ein legendäres Haustier bekommen. Let's go, Junge, wir haben einfach diesen Firebat bekommen. Ich raste aus, Ukri! Ey, jetzt bekommen wir noch mehr Plus. Alter, Leute, gönnt euch das mal. Wir bekommen einfach hier 2002. Oh, Alter, wir kriegen voll viel. Ich krieg Knacks, Junge! Ey, Simlucky, ich krieg so viel Plus. Ich krieg einfach mit einem Mal so viel Plus, wie du insgesamt hast. Ja, okay, nee, Alter. Was genau? Du bist hier Cheater und fühlst dich dabei noch gut, Junge. Yo, ich bin der Heftigste. Mein Name ist Ukri und nicht Simlucky. Yeah. Ich bin cool, Simlucky, du bist uncool. Yeah. Das weiß ich nicht mal, Ukri. Auch hier, wenn du krasser rappen kannst und Distrack, Mann, gegen. Ey, Simlucky, rap jetzt deine Battleline gegen mich. Komm schon, wenn du besser bist. Trau dich, Junge. Okay, Ukri, pass auf, Ukri, okay? So, okay. Ukri, du stinkst nach Pupsi. Ukri, du bist ein Dummi. Hä, das hat sich null gereimt. Okay, ich bin jetzt dran. Ich reib das nicht, Ukri. Ey, Simlucky, Ukri, du kleiner Schwanz. Simlucky, yeah, du kleiner Pups. Ukri jetzt. Ukri. Junge, du Pups. Du bist so wie alle Noobs. Ja, ey, der war voll gut, Junge. Ey, Simlucky, ich nehm dich hoch. Nein. Furz auf dich! Ey, Simlucky, ich bin der krasseste im Schwimmen. Ja. Du kannst niemals gegen mich gewinnen! Oh! Hab's genau! Okay, Freunde, wir können jetzt einfach ins nächste Becken. Let's go, Alter! Boom, jetzt kriegen wir richtig viel Plus. 2500 Plus, Junge. Bam, Junge, wir sind die heftigsten, Alter. Ey, Simlucky, Junge, ich hab dich so hart genommen. Okay, weißt du, ich geb auf. Wie, du gibst auf? Ja, du hast zu viel gecheatet. Hä? Ey, du kannst doch jetzt nicht aufgeben. Doch, Ukri, kann ich. Ich kann immer aufgeben, wenn ich will. Was für aufgeben, Junge Simlucky? Bist du irgendwie eine Memo oder sowas? Hör mal auf, aufzugeben, Alter. Ukri, Alter. Niemals aufgeben, Bro. Junge, hast du was gegen Memo oder was? Simlucky, Bro. Never give up. Never. What? Never give up. Never what? Niemals aufgeben, Simlucky. Hast du nicht gehört, Junge? Ich bin so schnell. Hä? Der macht Naruto. Leute, schaut der gerade Naruto oder sowas. Der ist verrückt. Ey, und übrigens, Freunde, wir haben gerade eine bessere Sonnenbrille. Was für Sonnenbrille? Ich meine natürlich Tauchbrille ausgerüstet. Jetzt haben wir bessere Schwimmausrüstung und wir haben jetzt einfach schon 600.000 und bei 750.000 können wir ins krasseste Becken. Let's go, Leute. Nur noch ein bisschen, dann können wir ins krasseste Becken und dann besiegen wir den ersten Platz. Weil sonst werden wir nicht gewinnen, Freunde. Und ich will diese 10.000 Robux von Simlucky, aber sowas von. Yo, die gehören mir, Junge. Simlucky, haha. Ich werde jetzt so lange sparen, bis ich den ersten Sieg habe. Nein, Ukri kann nicht gewinnen. Ich gewinne, du bist so krass. Freunde, wir sind vielleicht schon bei 1 Million. Wir sind 1 Million.
Oh yeah. Okay, Freunde, jetzt können wir einfach hier schon beim letzten Becken trainieren. Let's go. Und wir bekommen enorm mehr plus einfach 3000 pro Sekunde. Und wir können ein Geschenk holen. Boom. Ach, das war nicht gut, oder? Was haben wir für ein Haus, die da bekommen? Ja, okay, das brauchen wir gar nicht. Egal, Freunde, wir können am Glücksrad drehen. Nee, können wir auch nicht. Doch, wir können am Glücksrad drehen. Let's go. Ey, sie bleibt, ich drehe jetzt am Glücksrad. Bitte bekomme ich was Gutes. Bitte bekomme ich was Gutes. Und hä? Seit wann gibt's Glücksrad, Okri? Geschwindigkeit. Absolut schlecht, Leute. Das bringt mir gar nichts. Wo gibt's Glücksrad, Okri? Hä? Hast du noch nicht am Glücksrad gedreht? Nee, Okri, wo ist das bitte sehr? Ey, Sebaki, weißt du was? Es ist soweit, ne? Der Moment der Wahrheit. Moment der Wahrheit, Leute. So, wir rüsten hier einmal unsere schnellste Brille aus. Boom. Und jetzt gewinnen wir gegen den ersten Platz. Junge, wo machst du hier bitte selbst? Wo machst du das? Rein in den Eis, rein, Sebaki. Rein da, Junge. Wow. Boom. Boom. Let's go. Yeah, baby. Ich hab den ersten Platz überholt. Tja, jetzt sind die sauer, ne? Freunde, jetzt machen die uns irgendwelche komischen Emotes. Boah, Junge! Glücksrad gemacht, Okri! Junge! Alter, ich bin der schnellste First Place, Digga! First Okri. Place, Junge! Gewonnen, Sebaki, ne? Vorher den First Place erreicht, Alter! Let's Junge, ich expose dich jetzt! Ich verrate dir deine geheime Taktik! Wie hast du Glücksrad gedreht? Ich kann nicht was drehen! Ich kann nicht! Da steht, ich muss warten! Wie hast du das bisher gemacht, hä? Ist das mein Problem, oder was? Ist das mein Problem, Sebaki? Ich bin einfach der Beste von der Beste! Du hast gegeben, Okri! Du kannst es kaufen, Junge! Ich hab nichts mit... Ey, was für Robux, Alter! Du musst warten sonst! Nee, ich hab gewonnen! Ey, Leute, ganz ehrlich! Lass ein Like da, abonniert den Kanal! Ich hab den ersten Platz als erstes besiegt! Und das war die Challenge! 10.000 Robux gehören mir! Wo hast du es jetzt? Eins ist eins hier natürlich, komm her! Okay, warte, ich komm zu dir, Junge! Komm her! Ja, ja, Okri, hast du Probleme oder was? Ja, komm auf die Art. Junge, du traust dich nicht. Komm hier hin, Okri. Okay, Sebaki, und jetzt? Ja, jetzt werden wir teleportiert. Pass ab, Okri. Guck. Spaß werden wir nicht. Aha, ihr Mann! Hä? Junge, Alter, Sebaki prankt mich einfach. Ja, egal, Freunde. Sebaki schuldet mir 1000 Robux, deswegen alle zu seinem Kanal rüber und sagen: Ey, Sebaki, schalte. Jo, Leute, alle eine 1 in die Kommentare, wenn ich gewonnen habe. Und alle eine 2 in die Kommentare, wenn Sebaki gewonnen hat. Ganz ehrlich, ich habe gewonnen. 100%. Also alle eine 1 in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen: Drückt auf die nächste Folge, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und jetzt auf die nächste Folge drücken. Schnell. Danke euch an jeden, der bis zum Ende geschaut hat. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr noch eine Folge sehen wollt in der nächsten Runde. In der nächsten Insel, meine ich natürlich, Freunde. Let's go! Ciao, ciao! Sebaki, ich bin der beste Schwimmer, du bist kein Gewinner.